Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind gerade auf Weltreise und unser erstes Ziel ist Singapur. Das ist auch schon unser dritter Tag hier und dementsprechend ist das auch der zweite Vlog. Wir waren gerade auf dem Weg zu Little India. Das ist ein indisches Viertel und dann wollten wir noch zum arabischen Viertel gehen. Aber es hat gerade richtig krass angefangen zu regnen. Gesundheit. Deswegen sitzen wir hier und warten, bis es aufhört. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so schnell aufhören wird. Oder? Also. Schon ziemlich stark am Regnen gerade. Voll. Aber ich finde es irgendwie richtig schön. Ich wollte nämlich schon immer so einen richtig warmen Regen miterleben. Weil es fühlt sich hier einfach anders an. So, wir machen jetzt einen kleinen Zwischenstopp im 7-Eleven. Ich liebe diese Dinger. Salmon. Wir sind jetzt wieder bei unserer Treppe angekommen und snacken jetzt eine Runde. Ich liebe ja Onigiri. Oh. Eins muss man aber sagen, hier ist wirklich super viel überdacht. Ja, ne? Oder? Ja, weil die genau wissen, dass es hier oft regnet. Ja, aber richtig geil. Wir versuchen auf jeden Fall jetzt unser Glück und gehen gerade Richtung Little India mit der Hoffnung, dass es gleich aufhört. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Also ich dachte irgendwie, das ist halt so eine engere Straße. Ja, ja. Und dann sind da so bunte Häuser. Also die Häuser waren bunt. Vielleicht sah das jetzt gerade nur so, keine Ahnung, so ein bisschen düster aus, weil es jetzt regnet. Aber also, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Bin ich ehrlich. Also war okay. Kann man sich kurz angucken. Aber mein Lieblingsviertel wird es nicht. Und man muss sagen, hier ist es auf jeden Fall dreckiger als die Straßen, die wir gesehen haben. Ja, ja. Stimmt. Oh, das ist so unchillig mit dem Regen. Nicht direkt da, wo die Polizei uns sehen kann. Das ist die Polizeistation. Komm rüber. Aber wir wollen uns ja nicht aufhalten lassen vom Regen. Und deswegen werden wir jetzt zu dem arabischen Viertel gehen. Ja. Ich weiß jetzt mit einem nassen Socken rumzulaufen. Sind deine Schuhe nass? Mein Socken ist voll nass. Echt? Ja, weil ich meine gar nicht. Weil ich in die Kitchen reintrete. Hä? Ich muss ja gucken, dass du trocken bleibst. Ja, das gelingt dir aber nicht gut. Guck mal. Ja, was soll ich denn machen? Ganz T-Shirt nass. Mein Mann der Männer. Ich bin schon klatschen deswegen hier. Ich bin schon vom Schweiß und nicht vom Regen. Oh, Baby. Du bist so süß. Toll. Oh. Das war eine Rinsitze. Das kostet eine halbe Stunde 60 Cent. Das geht klar, wa? Abendessen. Keine Ahnung, was wir uns holen werden. Aber geil ist, wir haben unser Hotel in einer Mall und hier gibt es vieles, was man ausprobieren kann. Das stimmt. Das und die Sachen haben auch echt gut abgeschnitten. Nur es ist ein bisschen schwierig, was Vegetarisches für mich zu finden. Aber du hast, glaube ich, schon was rausgesucht, oder? Mac ist ja. Mac ist immer. Ey, wirklich auch am Anreisetag. Wo sind wir jetzt hingegangen? Einfach zum Mac. Das geht immer. Das war so eklig, nee. Ich hatte einen Fischburger. Ja, okay, der McFish ist McFish. Aber mein Burger war richtig geil. Ja? Ich hatte so einen Buttermilk-Chicken gehabt, das war richtig nice. Der war echt gut. Richtig nice, auch mit der Ananas oben drauf. Mhm. Wir sind ein Partner-Look. Das sind jetzt unsere Schuhe, weil unsere Füße so ein bisschen wehtun. Obwohl die Schuhe trotzdem sehr bequem sind. Wir haben ja hier die New Balance. Und ohne Witz, Leute, falls ihr viel laufen müsst, holt euch die. Die sind echt geil. Also nach drei Tagen tun halt
jetzt bis in die Füße weh. Dreimal dürft ihr raten, wo wir sind. Das ist. Nicht? Wenn du keine, sagen wir mal, keine Wünsche äußerst. Ja, habe ich ja. Aber die haben ja alle zu. Ja, die schließen alle einfach um 9 Uhr. Beziehungsweise 10 Minuten eher. Und das ist einfach nicht unsere Essenszeit. Unsere Essenszeit ist so ab 21 ab 9 Uhr. Sie haben aber nie geschafft, abends mal so ein Hawker-Center. Aber die machen auch um 19 Uhr die Gichtlinge an, die leben ja. Aber das ist viel gesünder, so viel zu essen. Deswegen leben die länger. Kann sein. Ja, aber das ist eigentlich schon ungesund. Ja. Sonst essen wir um 9 Uhr. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Ja. Das ist das Problem. Und dann hat man das am nächsten offen. Und ich kann mich durch den ganzen Burger hier probieren. Ach, schade aber auch, ne? Ich probiere jetzt mal McFlurry. Taste Test. Oreo und Erdbeersoße, ne? Ja, schmeckt gut. Und wisst ihr, was ich auch richtig nice finde? Die Leute vertrauen sich einfach komplett gegenseitig. Also wenn die sich einen Tisch reservieren, lassen die einfach komplett ihre Wertgegenstände da. Und die haben keine Angst, dass das geklaut wird. Ey, macht das mal in Deutschland. Ja, sofort, auf der Stelle. Und hier ist das einfach gang und gäbe. Ich find's richtig krass. Ich bin jetzt wieder in unserem Hotelzimmer und ich bin richtig kaputt. Ich glaube, heute werden wir endlich mal ein bisschen früher schlafen. Aber ich wollte euch noch mal ganz kurz ein kleines Feedback zum arabischen Viertel geben. Und zwar fand ich das wirklich richtig nice. Besonders die Hachi Lane, die hatte nämlich richtig cute Läden und Vintage Stores und ich weiß nicht, irgendwie fand ich das da richtig schön. Also kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir haben gerade die Wäsche hochgeholt, denn bei uns im Hotel gibt es Waschmaschinen und es hat semi funktioniert. Also wir konnten jetzt nur für 30 Minuten waschen. Und ich weiß jetzt, wieso Leute zu mir gesagt haben, zieh auf jeden Fall nichts Weißes an. Weil, schaut mal, das ist jetzt zum Beispiel Nikolas T-Shirt, hier sind halt voll die Flecken von der Sonnencreme. Und es war einfach so klar, dass das passiert, aber trotzdem sind wir, ich weiß nicht, ein bisschen dämlich und haben trotzdem gefühlt nur weiße Sachen mit. Aber was das Ding ist, das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil das ist jetzt kein gutes T-Shirt. Ja, aber meine Sachen sind gut. Ja, okay. Ich sag mal so. Hey, krass, guck. Warte. Guck. Das ist sauber. Oh nein, hier ein bisschen. Ja. Ja, okay, ein kleines Pünktchen. Okay, und das ist halt, was von gestern war, das T-Shirt. Das muss man, wenn dann, sofort waschen. Guck mal, aber bei dem Top, das ist eigentlich auch sauber. Nur ich habe hier so einen Fleck. Ich weiß nicht, woher der kommt. Der war auf einmal da. Gib mal dein T-Shirt. Unser letzter Tag in Singapur und heute wollen wir eine Gondelfahrt machen. Wir sind auch schon unterwegs, haben uns gerade hier unser Frühstück geholt. Also heute ist es ein bisschen bescheidener. Hier einmal so ein Reispudding und wieder Uni. Und das essen wir jetzt hier bei 7-Eleven, weil man darf außerhalb gefühlt, glaube ich, nirgendwo essen. Und man darf in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch nicht trinken und essen. Das ist einfach so krass. Aber eins muss man sagen, die Bahn ist wirklich sehr, sehr sauber. Richtig praktisch, vom Bahnhofstation bis zur Gondel braucht man legit eine Minute. Und das Gute ist, dass wir halt das Ticket online gebucht haben. Bei Klug. Wir haben 37 Euro gezahlt für hin und zurück. Und hier sieht man schon die Gondel. Ohne Witz, das ist schon wackelig. Stell dir vor, es windet bis. Oh, man darf hier auf jeden Fall nicht aufstehen. Oh mein Gott, ist das tief. Aber der Ausblick ist wirklich heftig. Also die Fahrt war wirklich entspannt, muss ich sagen. Also man hat sich schnell daran gewöhnt und jetzt sind wir auf Sentosa Island und hier gibt es einen Strand und den schauen wir uns jetzt mal an. Hier sind jetzt, wo sind wir? Hier ist, nur hier. Wir fahren mit der Sentosa Line zu Siloso Point.
Ey Leute, wirklich, Singapur hat mein Herz. Ich finde es einfach so schön hier. Ihr müsst euch mal reinziehen. Ihr habt hier so eine geile Großstadt mit heftigen Wolkenkratzer. Und dann nehmt ihr einfach eine Gondel, fahrt, keine Ahnung, 5 Minuten mit der. Und dann seid ihr einfach am Strand, habt hier Palmen und richtige Tropical Vibes. Also, ich find's einfach so krass. Ich komme darauf irgendwie nicht klar. Ich kann mir wirklich vorstellen, hier zu wohnen, weil ich will halt schon gerne am Strand leben. Aber so eine Großstadt ist halt auch geil und Singapur hat einfach beides zu bieten. Boah, aber richtig schön hier. Und auch so sauber. Ey, es ist einfach so sauber und hier filmt einfach jeder. Und wisst ihr, wie angenehm das für mich ist? Weil zum Beispiel in Europa wird man ja schon ein bisschen doof angeguckt. Aber hier interessiert das einfach niemanden. Das muss man verstehen, oder? Mach ich täglich. Sie sieht so raus. Ja. Ja. Wir werden jetzt was essen. Und zwar in einem Hawker Center. Und zwar stehen wir gerade vor dem Maxwell Hawker Center. Wir waren letztes Mal in dem Chinatown Komplex und da hatten die auf Anhieb nichts Vegetarisches. Also allgemein vegetarisches Essen hier zu finden ist ein bisschen tricky, aber ich habe vorhin auf TikTok geschaut und die haben da ein, zwei Sachen, die halt vegetarisch sind. Und du kannst endlich dein Chicken, Chinese Chicken, Gedönse da essen. Das soll auch richtig bekannt sein. Das Fleisch ist ein bisschen kalt. Und ich bin auch ehrlich, ich mag schon lieber, wenn es ein bisschen krosser ist. Weil es ist ja gekocht bestimmt, ne? Ich habe mir ein bisschen mehr Geschmack vorgestellt. Das ist jetzt echt bitter. Das ist lecker. Alles ist so, so scharf. Das ist, was ich richtig witzig finde. In Deutschland ist das ja nicht so gern gesehen, wenn man mit seiner Musikbox laut durch die Gegend läuft. Aber hier macht das einfach gefühlt jeder. Auf dem Fahrrad, einmal mitten in der City und auch hier im Hawker Center. So. So Freunde, ich habe mir jetzt mal das hier geholt. Keine Ahnung, was das ist. Das soll was Philippinisches sein, oder? Habe ich verstanden. Als Vegetarier hat man schon ein hartes Leben, ne? Hier in Singapur. Meinst du, das ist süß? Oh, geil! Ja! Mmh. Oh, wie lecker! Lecker! Entweder Bier oder Cola Zero. Lass nur eine Sache auswählen. Wie immer. Bier. Bitte Cola Zero verzichten. Trink aber Pepsi Max. Keine Pepsi Max. Da trinke ich Cola mit K. Wir haben uns gerade frisch gemacht und sind jetzt in einem Einkaufszentrum, um ein bisschen shoppen zu gehen. Ich wollte nämlich unbedingt in einen Crocs-Laden, weil hier tragen so viele Leute Crocs. Wir haben alle diese Jibbits und ich will die jetzt auch. Deswegen haben wir auch beide Crocs an. Unsere Crocs an. Runde, denn wir haben schon richtig spät und wir wollen noch was essen und das Ding ist, die schließen ja alle richtig früh. Ich hoffe, dass wir überhaupt noch was essen. Ich sehe uns gleich bei Five Guys, ohne Scheiß. Leute, es ist so eine Geburt mit mir. Wir wollten gerade zu so einem Rahmenladen und die haben halt nichts Vegetarisches. Und jetzt sind wir überfordert. Ach, die essen alle so leckere Sachen.
Es sieht so lecker aus und es riecht so gut. Ich kann davon nichts essen. Mann, oh. Das Doofe ist einfach, weil ich kein Fleisch esse, muss Nikolas drunter leiden. Pizza. Ich möchte keine Pizza. Pizza. Hä? Also koreanische Pizza. Stimmt gar nicht. Steht da drauf. Echt? War jetzt aber interessant. Ja. Ja, aber italienische Pizza ist so, kenne ich doch. Wir hätten ja abgeschnitten. Ja, voll schlecht. Mann. So, ja, eine ganze Geschichte ist. Du musst drunter leiden. Wir laufen ständig an so geilen Sachen vorbei, ja, ne? An so leckeren Sachen. Ich weiß. Und ich muss ständig einfach passen. Aber du kannst dir was holen. Ich esse nicht einfach da und das ist voll sinnlos. Du sitzt daneben. Warum? Und ey, das kann ich doch machen. Und dann müssen wir für dich auch was tun. Du hast ja auch ja, übertrieben. Dann gehen, wir gleich zu, für mich, zu Five Guys. Ja, dann gehen wir jetzt einfach hin, Alter. Ohne Scheiß, ich hab keinen Bock mehr. Ja, aber trotzdem, das ist voll scheiße für dich. Ja, was? Egal, mein Gott, in den anderen Ländern kriegen wir schon was. Meinst du, ich habe das Gefühl, dass es wirklich ein ganz großes Problem sein wird mit mir? Das werden wir schon hinkriegen. Schaut mal. Oh, das macht mich gerade richtig happy. Das ist warm. Oh, geil. Warum ist es in die Richtleiten? Ist echt lecker. Leute, heute ist Abreisetag, wir sind schon am Flughafen und gleich nehmen wir den Flieger nach Jakarta, denn wir verbringen die nächsten 2 Monate einfach in Indonesien. Deswegen werde ich an dieser Stelle den Vlog beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in Indonesien. Ciao!